begrüße dich ganz herzlich zu dieser Aufnahme. Wir als Gemeinde machen uns ein Jahr lang Gedanken darüber, wie das Gebet in unseren Alltag kommt, wie wir in unserem Alltag das Gebet praktizieren können auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen. Heute, so hatte ich es in der letzten Ausgabe versprochen, wollen wir darüber reden, wie das Gebet vielleicht auch spürbar wird, wie wir etwas in der Hand haben, um das Gebet vielleicht auf eine neue Ebene zu bringen oder zumindest anders zu erleben als bisher. Aus verschiedenen anderen Religionen sind uns vielleicht die Gebetsketten, sogenannten Gebetsketten, bekannt. Ihr kennt oder du kennst vielleicht aus dem katholischen Glauben den Rosenkranz, der gebetet wird. Es gibt im Hinduismus eine Gebetskette mit 108 Perlen, die sogenannte Mala. Dort sollen die verschiedenen Gottheiten durchgegangen werden, die es im Hinduismus gibt. Das ist sozusagen eine Erinnerungshilfe für die vielen Gottheiten, die es dort im Hinduismus gibt. Im Buddhismus wird dieselbe Gebetskette benutzt, um über das eigene Leben zu meditieren. Im Islam gibt es diese Kette auch, Misbaha genannt. Sie hat 33 Perlen und man betet damit auch die 99 Namen Allahs aus dem Koran. Aber es ist auch für die Christen schon bekannt, dass sie solche Gebetsketten benutzt haben. Spätestens im 3. Jahrhundert nach Christus sind solche Gebetsketten bekannt. Und es hat einen Theologen, einen schwedischen Theologen dazu gebracht, darüber nochmal nachzudenken und das auch für uns heute, für die, sag ich mal, modernen Menschen wieder nutzbar zu machen, auch für den evangelischen Glauben. Und das ist auch so etwas, was ich euch heute vorstelle. Also man kann zum Beten wirklich etwas in die Hand nehmen, nicht nur diese klassische Gebetshaltung einnehmen, die Hände falten, sondern sich alltägliche Gegenstände oder ganz besondere einfach in die Hand nehmen, ja, und dann mit diesen Gegenständen eben beten. Ich führe euch ein paar vor und halte sie einfach mal in die Kamera. Ganz einfaches Beispiel ist vielleicht so ein kleiner Engel. Das ist eine Messingfigur, die wiegt sehr schwer in der Hand. Die kann als Deko zu Hause stehen, aber man kann sie eben auch zum Beten dann in die Hand nehmen. Solche kleinen Gegenstände können dann eben auch Erinnerungen sein. Vielleicht bete ich doch jetzt mal gerade in der Situation, in der ich gerade bin. Und dann kann man sich diese Figuren oder Gegenstände, die man da zu Hause hat, eben zur Hand nehmen und dann fürs Gebet nutzen. Als Erinnerungshilfe, hatte ich schon gesagt, können diese Gegenstände dienen und da habe ich mal so einen Schlüsselanhänger hier. Das ist jetzt so ein Fußabdruck. Gott segne und behüte dich, wohin du auch gehst. Auch das kann eine tolle Erinnerung sein, gerade wenn man unterwegs ist, diesen Schlüsselanhänger bei sich hat und einfach den Schlüssel in der Hand hält oder irgendwie in die Hosentasche gerade fest und man merkt so diesen Schlüsselanhänger. Finde ich, ist eine tolle Erinnerung, daran erinnert zu werden, dass Gott bei einem ist. Und auch das kann dann ja schon ins Gebet führen, dass man dann darüber nachdenkt. Ich gehe gerade, bin unterwegs zum Einkaufen. Mensch, Gott ist ja da, Gott ist ja dabei. Da hilft auch so ein kleiner Schlüsselanhänger als Erinnerungsstütze. Natürlich sind Handschmeichler auch ganz beliebt. Hier ist jetzt mal so ein Holzherz. Gottes Liebe trägt dich und das liegt besonders angenehm in der Hand. Hat man vielleicht auch zu Hause als Deko liegen, kann es sich dann aber zum Beten auch in die Hand nehmen und hat dann sozusagen etwas Handfestes auch. Kann zum Beispiel diese eingeprägte Schrift erfühlen und vielleicht auch dadurch verstehen, wie tief Gottes Liebe geht. Und das ist auch eine, denke ich, ganz tolle Möglichkeit, um zum Gebet angeleitet zu werden. Das liegt, wie gesagt, zu Hause als Deko rum. Man wird vielleicht daran erinnert, du wirst vielleicht daran erinnert, dann, dass du ja auch mit Gott in Kontakt treten kannst.
Ja, oder eben so eine Gebetskette, von der ich dir gerade erzählt habe, wie sie aus anderen Religionen, aber eben auch aus dem christlichen Glauben bekannt sind. Und dort gibt es seit einiger Zeit die sogenannten Perlen des Glaubens. Ich halte das auch mal hier in die Kamera. Das ist so ein Begleitbuch zu dieser Perlenkette. Und die gibt es in zwei verschiedenen Ausführungen. Die gibt es mit Glasperlen, aber auch mit Halbedelsteinen. Ich habe so ein Exemplar mit Steinen. Das ist so diese Kette, die ich habe. Da ist, hängt noch so ein Kreuz dran. Das habe ich erweitert, habe ich da rein mit reingehängt. Genau. Ich finde diese Gebetskette spannend, weil sie uns anleiten kann, so wird es auch in diesem Buch erklärt, was man dazu bekommt, zu einem Gebet, was so verschiedene Stationen abläuft. Also es ist auch bei dem Rosenkranz zum Beispiel so, dass dort verschiedene Stationen im Gebet durchlaufen werden. Und ich erkläre kurz einmal, was es hier mit diesen Perlen des Glaubens auf sich hat. Vielleicht am besten anhand dieser Zeichnung nochmal auf dem Buch. Also wie gesagt, so sieht diese Perlenkette aus und man sieht hier verschiedene Perlen. Hier oben, das ist die sogenannte Gottesperle. Damit startet man, kann man starten. Also das ist auch das Tolle an dieser Gebetskette. Die ist natürlich nicht so vorgeprägt wie andere Gebetsketten vielleicht. Also der Rosenkranz, da gibt es bei manchen Gebeten eine ganz spezielle Abfolge. Und der Rosenkranz ist mit 50 Perlen zum Beispiel auch sehr umfangreich. Das mag manchen vielleicht erschlagen. 33 Perlen, wie gesagt, im Islam, 108 im Hinduismus oder Buddhismus. Da ist diese Kette doch hier sehr überschaubar und wie ich finde, auch sehr einfach gestaltet. Es gibt, ihr seht hier so runde Perlen und so ovale Perlen, die dazwischen sind. Die runden Perlen, das sind diese Themenperlen sozusagen. Und die ovalen Perlen, diese braunen hier, das sind sogenannte Ruheperlen, wo man mal kurz zwischen diesen verschiedenen Themen innehalten kann. Aber wie gesagt, das wird auch in diesem Buch erläutert. Was ich so toll finde, ist, man kann es auch sehr individuell gestalten, das Gebet mit dieser Perlenkette. Ich gehe kurz mal auf die Themen ein, die diese Perlen haben. Also oben diese goldene, große goldene Perle, das ist die sogenannte Gottesperle. Da geht es natürlich um Gott, den Vater. Da geht es auch darum, erstmal sich an ihn zu wenden. Und mit dieser Perle beginnt das Gebet meistens. Ich finde es toll, weil ja, man steigt erstmal ein. Man ist bei Gott, dem Vater. So fängt zum Beispiel ja auch das berühmteste christliche Gebet an, das Vater unser. Ja, mit eben dieser Anrede an den Vater. So startet auch diese Gebetskette mit dem Vater. Dann kommt so eine Ruheperle, da kann man erstmal innehalten und sich klar machen, was das bedeutet. Ich habe jetzt Gott angesprochen. Und dann geht man weiter. Diese kleinere Perle, das ist die sogenannte Ich-Perle. Ne? Im Gegensatz zu der großen Gottesperle, dem großen Gott und ich, kleiner Mensch in Anführungsstrichen. Aber ich habe für Gott eine Bedeutung und hier geht es um mich und um meine Anliegen. Als nächstes kommt die Taufperle. Die Taufperle, Taufe steht dafür, dass Gott Ja zu uns gesagt hat und wir Ja zu ihm. Da geht es schon um die Beziehung. Das finde ich so toll an dieser Gebetskette. Es geht direkt um auch meine Beziehung zu Gott. Und die wird auch natürlich bei dieser Taufperle hier deutlich. Und da kann man direkt schon einsteigen, auch mit dem, was einen selbst bewegt. Aber auch vielleicht erstmal dankbar sein dafür, dass Gott mit einem selbst, also mit mir ganz persönlich unterwegs ist. Noch wieder so eine Ruheperle. Dann kommt so eine braune Perle, das ist die Wüstenperle. Da kann es zum Beispiel um all das gehen, was mir gerade schwer fällt, wo ich Geduld brauche, wo ich traurig bin, wo ich Trost brauche. Alles, was mir schwer fällt, das hat hier sozusagen seinen Platz. Dann hat man wieder so eine Ruheperle und dann kommt hier so eine blaue Perle, das ist die Perle der Gelassenheit. Da geht es um all das, was gut läuft, was schön ist, wo man sich wirklich freuen kann, wo man zufrieden sein kann. Auch das hat hier so seinen Platz. Dann gibt es wieder so eine Ruheperle und
Anschließend zwei Liebesperlen, sind sehr tiefrot. Da geht es um all das, was mich bewegt in der intimen Beziehung zu Gott einmal, das kann es sein, aber vielleicht auch zum Partner. Also das Thema Liebe und Treue und Intimität hat hier seinen Platz. Kann dann diese beiden Perlen fühlen, also deswegen ist auch gut, ein schöner Einfall, dass es zwei Perlen sind, die da sind, weil es geht um eine Beziehung, um eine Liebesbeziehung an dieser Stelle. Dann kommen drei kleinere weiße Perlen, das sind die sogenannten Geheimnisperlen. Da geht es um mein Innerstes, meine Seele, was sind meine Wünsche, Träume, was sind auch meine Ängste, meine Sorgen, was sind auch meine Versuchungen, wo bin ich innerlich vielleicht auch verletzt. Um diese Themen geht es hier. Dann kommt die Perle der Nacht, das ist eine schwarze Perle, man könnte auch sagen die Perle des Todes. Da geht es natürlich um all das Dunkle, Schwere, das Angstmachende, das, wo auch Verzweiflung da ist. Und das hat hier seinen Platz, das kann man dann hier ansprechen, wenn man sozusagen da gerade mit der Hand fühlt. Dann kommt wieder eine Ruheperle, dann kommt die Auferstehungsperle. Das ist eine weiße Perle natürlich, steht für die Hoffnung, für das Licht. Da hat all das seinen Platz, was mir Mut macht, was mich mit Hoffnung erfüllt, was nach dieser dunklen Perle vielleicht auch wieder meinen Blick hebt. Dann kommt nochmal eine Ruheperle und dann bin ich wieder hier bei der Gottesperle, bei der goldenen. Und habe so, wie ich finde, eigentlich einen Durchlauf durch meine Beziehung zu Gott gemacht mit all den Themen, die da wichtig sind. Und das finde ich das Faszinierende an dieser Kette, dass ich im Alltag, wenn ich mir die Zeit nehme, sie zur Hand zu nehmen, so diesen Durchgang machen kann und an all das, was wichtig ist, im Gebet erinnert werde. Ja, und ich habe persönlich damit sehr gute Erfahrungen gemacht mit diesem Gebet, mit dieser Perlenkette. Sie liegt schön in der Hand. Wenn ich sie sehe, werde ich daran erinnert, dass ich jetzt ja mal beten kann. Und so kann so ein Gegenstand eben, entweder so ein Holzherz, so ein Messingengel, so ein Schlüsselanhänger oder eben diese Gebetskette auch, so kann die ein Begleiter durch das Gebetsleben werden und uns, wie gesagt, auch helfen, das Gebet ernst zu nehmen, uns da aber auch ganz individuell auszudrücken. Also so wird Gebet auch etwas, was persönlich wird. Gebet ist manchmal sehr unpersönlich und man kann es so als Last empfinden. Ja, beten, das soll ich irgendwie, aber wie denn? Ich finde, mit so einem Gegenstand, mit dem man das Gebet verbindet, kriegt das eine neue Tiefe. Ja, und das wünsche ich dir auch einfach, dass du dich da ausprobierst, dass du deine Erfahrungen machst mit solchen Gegenständen, die für dich eine Bedeutung haben, für dich eine Botschaft haben, die dich in das Gebet führt zu Gott. Das wünsche ich dir, dass du so einen Gegenstand findest, wenn das deine Art und Weise ist, zu beten. Und dass du einen Gegenstand findest, der dich auch Schritt für Schritt in deinem Alltag begleitet, ja, und dir so hilft, in das Gebet einzusteigen. Gerade für einen Moment mal all das, was sonst im Alltag wichtig ist, dass du das in dem Moment dann ausblenden kannst und eben dich vielleicht eben, wie gesagt, mit Hilfe so eines Gegenstandes ganz auf Gott konzentrieren kannst. Das wünsche ich dir, hoffe, dir haben diese Anregungen gefallen und freue mich, wenn wir uns an dieser Stelle auch bald wiedersehen. Alles Gute, auch für den Rest dieser Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss.